So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen kleinen Runde Another Brick in the Mall. Wir haben jetzt gerade das Fat Food Restaurant in der letzten Folge fertig gemacht. Wir warten jetzt auf die große Eröffnung. Pass auf, nachher will da keiner mehr hin, weil es zu lange gedauert hat. nein. Das wird wohl werden. So. Dann Forschung, die Nachtschicht ist schon dabei, erforscht zu werden. Als nächstes werden wir aber tatsächlich dann den Elektronikhändler machen. Wir nehmen zwar hier Dings, die beiden Events nicht mit, aber ist halt so. So. Wir haben aktuell keine Probleme mit also langsam gehen die Kundenzahlen wieder hoch, das ist sehr vorbildlich, sehr vorbildlich. Sehr gut ist das. So, ich will aber noch mal eben kurz hier ein bisschen umbauen. Das fällt mir gerade ein. Ich wollte nämlich da die Ladezone haben. Da einen Personalparkplatz. Und da werden wir gleich auch noch ein paar Personalparkplatz hinmachen. Und wir werden. Brauchen wir noch Personalparkplätze? Machen wir einmal. Links hoch Personalparkplätze. So. Geht die denn durch das Restaurant? Was geht denn bei der? So, jetzt können nämlich unsere Mitarbeiter nämlich auch quasi zur Pause gehen. Das wird jetzt interessant, weil ich so noch ehrlich gesagt noch nie gespielt habe. Ich habe bis jetzt ohne die Bedürfnisse gespielt. Für mich jetzt auch was Neues. Oh. Ist direkt mal gut was los, ja. Dann gib mal Gas da, Naomi. Naomi? Ist doch Naomi, oder? Oben. Ha! Wie er sich Namen merken kann. Geht aber schneller hier. Ich hätte jetzt fast einen Spruch aus der Gastronomie gebracht, beziehungsweise aus der Systemgastronomie. Ich habe mich selber mal in so einem Laden gearbeitet. Lustigerweise sehen wir sowieso zwei Läden, Bereiche, in denen ich gearbeitet habe, weil aktuell arbeite ich im Einzelhandel und ich habe auch schon in der Systemgastronomie gearbeitet. Deswegen. Das ist schon ein bisschen witzig. Aber gut. So. Aber das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus hier unten. Dann bauen wir hier nochmal ein paar Kundenparkplätze dran. Einmal hier dran geschustert. Dann basteln wir hier auch nochmal ein paar dran. So. Und dann reißen wir die Ladezone ab und machen da auch noch einen Personalparkplatz raus. So. Ja, aber ihr könnt doch theoretisch zu Hause gehen. Was ist da los?
Und den checke ich jetzt nicht. Funktioniert das noch nicht so ganz oder was ist da los? Also die könnten ja hier rüber gehen. Wäre ja kein Problem. Also wenn das hier jemand sieht, der weiß, wie das genau funktioniert mit dem System. Ich kapiere jetzt gerade nicht, warum... Also es ist ja jetzt nicht so viel los, dass meine Typis da nicht wegkommen. Und ich habe es ja so eingestellt, dass sie, wenn es notwendig ist, halt auch los können. Keine Ahnung. Also ich check's jetzt gerade nicht, warum alle quasi so die quasi so angeleint stehen. Na gut. Oder habe ich irgendwas vergessen einzustellen? Also, wenn, dann weiß ich nicht was. Muss ich mal ehrlich gestehen. Und dann habe ich keine Ahnung, was ich da einstellen muss. Oh, Entschuldigung. So. Ich habe gerade echt keine Ahnung. Weil es ist ja jetzt nicht so voll, dass die überhaupt nicht gehen könnten. Ich nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Ja, vielleicht kann mir das ja irgendwie beantworten. Der das Spiel auch kennt. Oder ob das halt einfach eine Funktion ist, die noch nicht funktioniert. Könnte ja auch sein. Who knows? Aber auch mit dem Restaurant sind wir im Plus. Das ist hervorragend. Ich glaube, wir brauchen einen dritten Hausmeister. So, Nachtschicht haben wir erforscht. Und wir erforschen jetzt den Elektronikhändler. So, dann wollen wir doch mal hier verwalten. Personal. Nein, ich will das Geschäft haben. Bereich. So. Kassierer. Zwei will ich da auf jeden Fall schon mal da haben. So, sortieren wir doch mal eben kurz nach der Anfangszeit. Wir haben doch zwei. Sieben. So. So, haben wir noch irgendjemanden mit? So, dann strecken wir die alle auf
Lagerist. So, dann wollen wir doch mal ein paar Kassierer einstellen. Eingestellt. Und einstellen. So, dann wollen wir mal Öffnungszeit 0 Uhr bis 0 Uhr. Ah. Wir können ja jetzt noch nicht. So, Entschuldigung. So, die ersten Mitarbeiter sind da, also können wir loslegen. Vielleicht brauche ich da auch einfach eine zweite Kasse. Könnte ich mir auch vorstellen, dass ich da einfach eine zweite Kassenkraft brauche. Stellen wir mal ihn hier ein. Probieren wir aus. Unterschiedliche Produktarten. Sehr gut. So. Ja, da haben wir jetzt eine ganz neue Sache. Und zwar in 3 Tagen und 23 Stunden treten nämlich unsere Müllmänner in Streik. Das spricht also Ratten, Ratten, Ratten. Und da haben wir es auch schon. Die Schweine. So, deswegen verwalten wir mal hier im Verwaltungszentrum. Personal. Brauchen wir noch einen Hausmeister. Hausmeister. So. Und. So. Dann haben wir hier alles voneinander. Dann haben wir durchgehend einen Hausmeister da. So, dann wollen wir mal bauen. Nein, verwalten wollen wir. Ich wollte doch das Fastfood-Restaurant jetzt auch auf. So, Kassierer, ja, da kommt natürlich dann jetzt einer, der kochen kann, ne? Ist klar.
So. Probieren wir das doch mal aus. Und noch eine Kassenkraft. Stellen wir da ein und der arbeitet so. Ich glaube, so sollten wir es hinkriegen. Und dann machen wir 24 Stunden. Gucken, wie sich das rechnen wird. Wir werden es morgen sehen. Ob sich 24 Stunden rechnet. Es läuft auf jeden Fall wie geschnitten Brot hier. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Da lässt es auf jeden Fall schon mal sehen. Das gefällt mir gut. Weil irgendwas läuft bei den Bedürfnissen nicht ganz richtig. Kann man mir erzählen, was man will. Aber gut, es ist auch immer noch Early Access. Es ist eine Open Beta, hätte ich fast gesagt. Also es ist eine Beta. Das Spiel ist halt noch nicht komplett durchentwickelt. Muss man jetzt mal der Ehrlichkeit halber dazu sagen. So, dann warten wir jetzt hier gerade noch auf den Elektronikhändler. Jetzt mal was ganz Wagemutiges machen und einfach schon mal hier den Teil hier komplett dran setzen lassen. So. Fundament. Oh, ich habe nicht genug Geld. Naja, dann setzen wir zumindest schon mal den Teil dran. Setzen wir zumindest das schon mal dran, was wir uns leisten können. Unser Bauarbeiter auch ein bisschen was zu tun hat hier. Soll ja nicht für nichts bezahlt werden. So, ich wollte gucken, wie sich unser Dings rechnet. Verwalten. So. Es macht gewinnen. Knapp, aber es macht gewinnen. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. War knapp, aber es macht gewinnen. Unsere Lage ist noch klar? Ich glaube ja. Bauen wir hier auch noch mal eine direkte Verbindungstür zwischen den beiden Läden. Das ist ja so, zack. Wir bauen hier auch noch mal eine Kasse hin. So.
So, was sagt denn? Oh. Das ist ja nicht so schick. Ist ein bisschen Minus gemacht. Ja, gut, es ist Winter. Die Jahreszeit in. So. Aber es läuft wenigstens. Es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Hintergrund Gesamtverkäufer. Solange wir noch Gewinn machen, ist das alles schick. Wenn das jetzt einmal so ein Ausrutscher war. So. Passt doch. Passt. Hält sich grob. Also, ohne das hier nebendran würden wir es nicht halten können. Und dann zusätzlich natürlich auch noch unsere ganz verwalterische Teil hier. Naja. Aber das wird auch. Das Restaurant ist umsatztechnisch schwanken, ne? Aber das Geschäft ist. Ja, da sind wir auf einem guten Weg. Vor allem, wenn wir dann hier auch noch. Das hier auch noch mit drin haben. Das löbt dann, glaube ich. Endet in 3 Stunden, dann wird endlich wieder den Müll abgeholt. Aber es läuft. Das ist doch tendenziell schon mal eine gar nicht mal so verkehrte Sache. So. Dementsprechend würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss. So, jetzt aber. Tschüss.